Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um die Rezension von dem neuen Buch von Natascha Boyd gehen. Deep Blue Eternity ist im Lux Verlag erschienen, kostet 9,99 € und hat 480 Seiten. Ich war jetzt sehr gespannt auf das Buch, da ich ja was sie gelesen habe vor einigen Monaten. Und der erste Teil hatte ja bei mir 5 Sterne bekommen und der zweite auch noch 4,5. Und ja, jetzt habe ich dieses als Rezensionsexemplar bekommen und jetzt auch ganz schnell gelesen. Ich muss sagen, ich bin nicht so gut in die Geschichte reingekommen. Die Charaktere konnten mich einfach nicht so wirklich packen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es selbst nicht verstehen. Den Schreibstil fand ich auch nicht so flüssig wie bei Eversea. Kann natürlich sein, dass es einfach daran liegt, weil mich die Geschichte an sich ja nicht so packen konnte. Es geht hier um Livy, die vor ihrer Familie flüchtet in das alte Haus ihrer bereits verstorbenen Großmutter in einem einsamen Küstenort und trifft dort auf Tom, der dort wohnt, was sie natürlich nicht wusste. Ihre Schwester ist vor 6 Jahren tödlich verunglückt. Und seitdem kommt sie zu Hause einfach gar nicht mehr klar. Das hat auch mit Ereignissen in ihrer Familie zu tun, die ich jetzt nicht verraten möchte. Das gehört einfach zur Geschichte dazu. Das solltet ihr selber lesen. Und ja, ihre Schwester ist, wie gesagt, vor 6 Jahren gestorben. Und Livy braucht einfach ein bisschen Zeit für sich und flüchtet halt in dieses Haus und muss dann natürlich mit Tom klarkommen, der dort auch wohnt. Ja, was auch noch eine Rolle spielt, dass sie medikamentenabhängig ist, also jetzt süchtig jetzt glaube ich nicht, aber sie ist angewiesen auf Medikamente, da sie an Panikattacken leidet. Und ja, es kommt dann zu einigen Ereignissen, die auch mit den Medikamenten zu tun haben. Sie nähert sich Tom auch ein bisschen an, aber es bleibt immer so ein bisschen, ja, mehr wie Bruder und Schwester. Es ändert sich natürlich irgendwann, aber da möchte ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Was mich dann am Buch, einen Moment, was mich dann am Buch auch ein bisschen gestört hat, die Hindernisse, über die das ganze Buch so breit gesprochen wurde, weswegen die beiden nicht wirklich zusammenkommen können, waren zum Ende hin dann auf einmal gar kein Thema mehr. Das fand ich ein bisschen widersprüchlich. So habe ich es zumindest aufgefasst. Kann natürlich sein, dass es euch beim Lesen dann ganz anders geht. Aber für mich hat das irgendwie nicht zusammengepasst. Und das Ende kam dann auch sehr schnell. Und ja, ich kann es nicht anders sagen. Das Buch bekommt 3,5 Sterne von mir. Ich habe jetzt noch eine Nacht das Buch sacken lassen. Manchmal habe ich das, dass ich dann doch gerne an die Geschichte zurückdenke und denke, nee, das müssen dann doch 4 Sterne sein. Das habe ich hier leider nicht. Diese Geschichte wird mir einfach nicht in Erinnerung bleiben. Ich weiß nicht, warum die Charaktere bei mir keine wirklichen Emotionen hervorrufen konnten. Kann an mir liegen. Andere lieben ja auch zum Beispiel Ella und Micha, was mich jetzt auch nicht so packen konnte. Ich kann nicht sagen, ob es jetzt an mir oder an dem Buch liegt. Lest es einfach selber. Von mir bekommt es jetzt 3,5 Sterne. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch trotzdem mit dieser Rezension ein bisschen weiterhelfen. Und würde mich interessieren, wie euch das Buch gefallen hat oder ob ihr es noch lesen möchtet. Freue mich ja wieder sehr über Kommentare und Daumen hoch. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von mir. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.